Drei Anfängermesser, die günstig sind und von mir lange Zeit getestet worden sind und teilweise noch heute im Gebrauch, stelle ich euch gleich vor als kleines Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja, heute habe ich euch drei meiner Messer mitgebracht und zwar drei günstige, aber sehr gute Messer, die ich für Anfänger durchaus empfehlen würde. Also falls du noch kein Messer hast oder jemanden, der neu in den Outdoor-Bereich einsteigen möchte, eine kleine Freude machen möchtest oder etwas empfehlen möchtest, würde ich dir empfehlen, dieses Video mit ihm zu teilen. Wie immer befinden sich natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, wenn dich was interessiert, da kannst du dann auch weiter durchklicken. Tja, keine Aufzählung mit Messern, wo nicht irgendwann ein Mora drin vorkommt. Und ich muss sagen, ich kann das durchaus verstehen. Es gibt einfach sehr viele Punkte, die dafür sprechen. Es ist einfach, es ist robust, es macht seine Arbeit sehr gut. Einer meiner Kumpels benutzt es heute immer noch. Ja, also immer, wenn wir im Wald vorbeigehen, hat er sein Mora, Bauhaus Mora sozusagen dabei, ja, das kennt man da, das gibt es für knapp 9,99, ja, das hier ist das Moria Companion in so einem schönen Oliv, ich glaube, das hat 16 gekostet oder irgendwas in der Richtung und es gibt etliche Videos, die dieses Messer mit anderen, ja, Messern vergleichen, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, ich möchte eher sagen, warum ich das hier tatsächlich gar nicht so sehr als ein wirklich gutes Anfängermesser sehe, wie es vielleicht viele andere tun. Versteht mich dabei übrigens nicht falsch, ich finde es trotzdem ein gutes Anfängermesser, es gibt aber bestimmte Dinge, dabei nicht immer so richtig benannt werden, meiner Meinung nach. Zum einen wird den Anfängern oftmals nicht darauf hingewiesen, dass es ja unterschiedliche Stähle gibt, auch beim Mora. Das heißt, es gibt sowohl rostfreie als auch Kohlenstoffversionen, die halt dann rosten, aber halt härter sind. Ich zum Beispiel habe, wie ihr das hier sehen könnt, eine Kohlenstoffversion, die halt mit der Zeit immer ein bisschen Rost ansetzt. Und ich würde eigentlich einem Anfänger kein rostendes Messer empfehlen, wenn ich ehrlich sein soll. Das heißt, wenn dann ein Mora, dann am besten eins, ja, was nicht rostet, ne? Nächster Punkt, der Scandi-Anschliff. Ja, der ist super praktisch, der ist auch langlebig, der ist auch toll, aber er ist für Anfänger sehr schwer nachzuschleifen und ich muss sagen, auch für erfahrene Schleifer ist das gar nicht immer so einfach. Das heißt, man empfiehlt jemandem sozusagen ein Anfängermesser mit einem Schliff, der wirklich toll ist und der auch gut funktioniert, der aber schwierig ist für einen Anfänger, ja, nachzuschleifen einfach. Das muss man sagen, deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Aber natürlich, wenn man ein Messer für 10 Euro mitnimmt, ja, mein Gott, wenn das halt irgendwann mal stumpf ist, ist das irgendwann mal stumpf. Ja? Vielleicht hat man da mal ein Messertreffen oder so oder will das dann lernen. Und wenn man es dann versaut bei 10 Euro, dann tut das nicht so weh. Das stimmt natürlich wiederum auch. Ein kleiner Hinweis noch von mir, die Spitze eines Moras ist vorne sehr dünn, wie ich zumindest finde, vor allen Dingen bei Bauhaus Mora. Ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen, bei dem hier zum Beispiel ist mir vorne schon die Spitze abgebrochen mal, ja, das schränkt jetzt das Messer nicht extrem ein, aber es ist natürlich schon ein kleiner Nachteil. Alles in allem würde ich das Mora also schon einem Anfänger empfehlen, vor allen Dingen so ein Bauhaus Mora, ja, für einen Zehner würde ich da auf jeden Fall sagen, das ist ein gutes Anfängermesser. Und wenn jemand sich was einfach kaufen möchte, was nicht so viel kostet, wo er schnell rankommt, weil einen Baumarkt hat jeder in der Nähe, dann würde ich sagen, hol dir das, kannst du nichts mit falsch machen. Ein sehr gerne von mir benutztes Messer ist das Zima 1. Ja, das ist vom Design her dem SEI nachempfunden. Ich glaube dem SEI 4. Ich bin mir nicht ganz sicher welchen. Und hat verschiedene Ausführungen. Wir haben hier zum Beispiel unten Serrations. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde. Wer viel mit dem Messer kochen würde, dem würde ich das ans Herz legen. Wir haben hier einen rostfreien Stahl. Ja, eine ordentliche, ausbalancierte Klinge. Einen netten Griff, der sich ganz gut anfühlt. Und eine Plastikscheide. Das ist kein Kydex, aber das Geile ist, dass du hier ein bisschen mit Techlock und sowas rumexperimentieren kannst. Die Schnitzleistung ist absolut in Ordnung, muss ich sagen. Die reicht völlig aus. Es ist ein Flachschliff vorhanden. Das heißt, man kann es auch im Gegensatz zum Beispiel zum Scandi-Schliff sehr einfach nachschleifen. Und ansonsten kann man da überhaupt nicht meckern. Also sowohl beim Schnitzen als auch beim Kochen hat man mit dem Messer normalerweise keine Probleme. Und das Batonieren geht auch ziemlich leicht von der Hand, weil der Stahl schon ordentlich dick gemacht worden ist und das Messer an sich sehr robust gebaut worden ist. Das Messer bewegt sich im Preisbereich von 15 bis 25 Euro, je nach Angebot. Es kommt auch ganz drauf an, wo man es ersteht. Wenn man es zum Beispiel direkt bei Gearbest kauft, kriegt man es teilweise für 15 Euro. Wenn man es jetzt bei Amazon kauft, dann kann es schon mal bis 25, 30 Euro hochgehen, je nachdem natürlich. Wenn es einem jetzt nicht um jeden Taler geht, also man nicht unbedingt das 10 Euro Bauhaus Mora nehmen möchte, sondern sich sagt, hey, ich möchte vielleicht ein bisschen was, was ja,
einfacher zu handeln ist als ein Mora, Stichwort Carbonklinge und Scandi-Anschliff zum Nachschleifen. Ja, also zum Beispiel ein einfacheres Messer, dann würde ich durchaus das hier empfehlen. Ich habe das, glaube ich, noch nie nachschleifen müssen bis jetzt, obwohl ich ziemlich viel in Gebrauch hatte. Das liegt auch daran, dass natürlich mit den Serrations unten du einen Bereich hast, den du niemals wirst nachschleifen können. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wofür Serrations sind, die sind eigentlich zum Kochen gedacht. Das heißt, der Grundgedanke bei den Serrations ist, dass durch den Wellenschliff das Schneiden zum Beispiel von Fleisch, Wurst, Käse etc. etc. einfacher ist und dann auch nicht so oft nachgeschleift werden muss. Und das kann ich durchaus bestätigen. Das gleiche Prinzip hat zum Beispiel auch das Soldatenmesser der Bundeswehr, das ja von Victorinox hergestellt wird. Das muss man auch fast nie nachschleifen. Es macht aber das Schnitzen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwieriger, weil man natürlich den hinteren Teil dann nicht so gut benutzen kann. Das ist also ein bisschen zweischneidig. Achtet darauf, also was euch lieber ist und wie ihr das Messer einsetzen wollt. Ne? Nicht, dass ihr euch das mit Serrations holt. Das gibt es auch ohne Serrations. Und dann im Endeffekt feststellt, nee, Serrations sind überhaupt nichts für mich. Das möchte ich gar nicht haben, sondern ich möchte nur eine glatte Klinge haben. Jeder wie er mag. Durchaus haben Serrations ihren Sinn, aber man sollte darüber Bescheid wissen. Wie ihr seht, ist bei der Scheide, die allerdings nur Kunststoff ist, hier was geschmolzen. Das habe ich gemacht, ja, um die Griffigkeit der Scheide ein bisschen besser wiederherzustellen. Das war ein bisschen gelockert. Das sollte man auch wissen. Man holt sich hier keine absolute Qualitätsscheide dann mit ins Boot sozusagen. Sie hat zwar noch gehalten, aber sie hat ein bisschen geklappert. Kann man aber relativ einfach dann nachbearbeiten. Und das Schöne an der Scheide ist halt auch, dass man dann mit dem Tech-Lock arbeiten kann. Das sind diese kleinen Dinger für den Gürtel dran. Das heißt, man kann das Messer auch so am Gürtel dran tragen, ja, oder sich so hier an den Rucksackriemen dran machen, um das Messer so rauszuholen, etc. etc. Das finde ich noch zusätzlich ein bisschen praktischer, als es jetzt vielleicht beim Mora der Fall ist. Dafür muss man bei der Einfachheit der Scheide vom Mora aber auch einfach sagen, die hält dann wahrscheinlich auch für Ewigkeiten. Als drittes haben wir ein Haller-Messer. Das ist ein Messer mit einem 440A-Stahl, glaube ich, also ein relativ weicher Stahl, dafür aber auf jeden Fall rostfrei und mit einem Flachschliff. Wir sehen es hier, wir haben hier auch noch einen Abrutschschutz, das haben die anderen Messer nicht. Das finde ich vielleicht für Anfänger noch ganz gut. Ich habe es immer sehr genossen, weil ich den Griff dann einfach als viel sicherer empfinde. Ihr seht, es ist noch ein bisschen dreckig vom letzten Kochen, seht mir das bitte nach. Was auf jeden Fall außer dem Abrutschschutz noch für das Messer spricht, ist das Zebraholz. Ja, Holz ist einfach immer ein bisschen angenehmer, wie ich finde. Das ist einfach schöner zum Anfassen. Ich finde, es sieht auch schöner aus und dass es eine Lederscheide hat. Die Lederscheide ist einfach gehalten mit einer kleinen Schlaufe hinten für einen Gürtel. Im Prinzip nichts Besonderes, aber was ich sehr schön finde, auch nochmal mit einem kleinen Clip, damit man über den Abrutschschutz sozusagen so machen kann. Ja, ich könnte jetzt so rumlaufen, irgendwo ranhängen und das Messer würde nicht rausfallen. Das finde ich auch noch zusätzlich sehr praktisch, weil bei manchen Messern ist es mir zumindest mulmig. Ja, es ist für das Sicherheitsgefühl auf jeden Fall sehr gut, wenn du nochmal so einen kleinen Nupsi drüber machen kannst. Weil der Stahl so relativ weich ist, muss ich sagen, dass ich es irgendwann geschafft habe, hier vorne die Klinge ein ganz klein bisschen schräg zu machen. Das heißt, beim irgendwie 50. Batonieren oder so habe ich ein bisschen auf die Seite falsch raufgehauen und dann, weil der Stahl relativ weich ist, ging das nicht mehr so gut. Dieses Messer hier steht übrigens eigentlich mehr stellvertretend, weil das nennt man in seiner Art und Weise, wie es ist, ein Fahrtenmesser oder auch ein Pfadfindermesser. Das sind oft solche in der Konstruktion, ja, mit Holz und einem Abrutschschutz, dass man die empfiehlt für die eher jüngere Generation. Das heißt, Messer, die sicher zu handeln sind, ja, die sich gut anfühlen in der Hand und mit denen man richtig üben kann, anfangen kann, richtig, wie man überhaupt mit Messern umgeht und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir haben ja auch hier einen Flachschliff vorhanden. Das heißt, es ist relativ einfach nachzuschleifen. Das habe ich auch schon sehr oft selber nachgeschliffen. Weil das so weich ist, geht das auch so einfach, muss ich sagen, bei dem Messer extrem einfach. Und natürlich hat es einen rostfreien Stahl, was ich auch jedem Anfänger erstmal empfehlen würde und was ich allgemein als angenehmer empfinde als rostenden Stahl, weil es braucht nun mal sehr viel Pflege und Achtsamkeit, wenn man ein rostendes Messer hat. Denn nach jeder Tour draußen im Prinzip muss man das ja wieder ein bisschen pflegen, trocknen und vielleicht sogar einölen. Alle drei Messer, die ich euch übrigens gerade gezeigt habe, sind natürlich Paragraph 42a konform. Das heißt, ihr dürft sie legal führen, ja, zumindest wenn ihr 18 Jahre alt seid natürlich, weil die Klingenlänge unter 12 cm besteht und
die Klinge natürlich auch feststehend ist, also kein Klappmesser. Alle Links findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken, da habe ich aber auch noch viele andere Messer unten in meiner großen Liste drin, wenn du Lust hast, ein bisschen zu stöbern. Und ich würde mich an dieser Stelle sehr freuen, wenn du deine Tipps für Anfängermesser natürlich nochmal raushaust. Es gibt bei Mora, muss ich sagen, auch noch geile Bundles so ein bisschen zusammen mit Light My Fire, wo man noch einen Feuerstahl mit dabei hat und so weiter und so fort. Also schon ganz praktisch, da gibt es viele Kleinigkeiten. Da kannst du gerne einfach mal rumgucken, wenn du dich für dein erstes Messer interessierst oder einen Kumpel hast, der sich für diese Frage interessiert. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen und du lässt dem Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Ausrüstung. Einfach gerne mal durchstöbern. Hier rechts unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Oder auch meinen Hauptkanal, meinen Outdoor-Kanal abonnieren, falls du das auch noch nicht getan hast. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bei den nächsten Videos und ich sage dann mal bis dahin. Tschüss, tschüss.